Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind endlich mal wieder mit Bärbel unterwegs. Es wird langsam schon dunkel. Wir steuern jetzt gerade den Stellplatz an. Wir haben nämlich eine kleine Tour vor uns. Treffen uns auf der Tour auch mit Chris. Endlich mal wieder, ne? Ja, freue ich mich. Auch schon lange her. Also es fühlt sich irgendwie alles so ein bisschen länger her an. Also mit Bärbel unterwegs gewesen zu sein, fühlt sich länger her, mit Chris unterwegs gewesen zu sein. Ja, ich hoffe, glaube, es wird cool. Euch nehmen wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen mit bei der Tour, also viel Spaß. Übrigens ist gerade wieder so ein bisschen was in Planung mit dem lieben Chris. Wir sind nämlich wieder dabei, eine England-Tour zu planen. Letztes Jahr war Sabrina ja überhaupt nicht im News davon. Ich glaube, da hätte ich sie nicht mal annähernd umstimmen können, dass wir das nochmal machen. Nein. Und irgendwie kam das dann von ganz von alleine, irgendwie ein paar Monate später, dass du dann doch wieder Bock drauf hattest, ne? Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall Bock, wieder nach England zu fahren. Es ist jetzt schon fast ein Jahr her, ich weiß gar nicht mehr wann. Anfang Mai. Über Muttertag Anfang war Mai. Da, ne? Anfang genau, Mai, ja. Anfang Mai ist ja bald schon wieder. Da ist es schon wieder ein Jahr her. Also ja, die Planung steht auf jeden Fall. Noch ein bisschen ins Detail gehen, aber wir haben auf jeden Fall schon so die ein oder andere Location rausgesucht. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, der Termin steht fest. Da haben wir ja letztes Jahr extrem lange gebraucht, um mal so einen Termin zu finden. Der Termin ist schon mal safe. Jetzt sind wir angekommen an unserem Stellplatz und ich hoffe, man kann es erkennen, da hinten freie Plätze 0. Jetzt können wir gucken, wo wir alternativ hin wollen. So Leute, wir sind angekommen. Am Stellplatz eigentlich irgendwie angeblich 0 Plätze frei, aber die machen hier gerade überall den Rasen neu. Das könnt ihr jetzt im Dunkeln auch wieder nicht sehen. Aber es waren noch ein paar Stellplätze frei. Und jetzt hier mal voll digital entsprechend ein Parkticket kaufen für die Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, wie man sieht, wir sitzen gerade draußen. Neben uns direkt Bärbel, haben echt super hier geschlafen. Die Sonne scheint. Wir warten gerade noch auf Chris, denn der sollte eigentlich schon seit einer halben Stunde hier sein. Ist aber jetzt in 11 Minuten endlich da. Und ich denke, dann werden wir noch kurz einen Kaffee trinken. Und dann startet unsere Lost Place Tour. Also wir haben richtig, richtig Bock drauf. Und Wetter spielt heute mit. Also das kann doch eigentlich nur gut werden. Der Chris ist wieder da. Und er hat keine Tasse mit. Er hat keine Tasse mit. Scheiße. Doch, klar. Im Geheimfach hat er noch eine. Ja. Im Geheimfach, perfekt. Ja, müssen wir es mal im Wasser holen. Hier geht nämlich alles nur mit dieser ollen Karte. Mhm. Mal eben schnell den Kaffee leer trinken. Genau. Und hast Bock? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Freuen uns richtig drauf. Könnt euch gar nicht vorstellen, was das hier für eine Steigung gerade ist, was wir hier laufen. Boah. Chris bleibt oben als Backup. So, passt auf. Sollen wir schräg laufen oder sollen wir bis nach ganz unten dann wieder hochlaufen? Ja, die müssen wir jetzt gucken, ob wir jetzt irgendwie so rüberkommen, oder? Schräg, ne? Ja. Hier ist es mal so gerade. Da hatte man einen Einblick, wie schräg das Ganze hier nach unten geht. Krass, ist ja eine Höhle. Das hört sich an wie eine Sirene, ey. Ja. Krass, ne? Ja. Ich hätte es auch nicht erwartet. Aber mit der Taschenlampe kommst du wahrscheinlich jetzt auch nicht weit. Ich weiß nicht, wie drin sein soll. Wie so ein Unterstand oder so, ne? Ja. Also hier scheint auf jeden Fall mal irgendwas gewesen zu sein. Das siehst du ja auch an den Holzbalken. Das haben die offenbar zugeschüttet hier. Ja. Deswegen ist hier auch dieser ganze Schutt, der hier ist. Mhm. Mit diesen Resten von Dachziegeln und Stein und Geröll und so was alles, ne? Auch auf Entdeckungsreise brauchen wir mal eine Pause und wir haben genau das Richtige dafür gefunden. Richtig, es geht nämlich um Domino Dreams, ein Spiel, was weitaus mehr bietet als nur das Umfallen von Steinen. Hier geht es nämlich um Rätsel, Strategie und das Aufbauen eines ganzen Königreichs. Ihr beginnt mit einfachen Dominoketten, die immer komplexer werden. Jedes Level ist ein Rätsel, was euer Gehirn auf die Probe stellt. Aber es ist nicht nur das Rätsel lösen. Mit jedem gewonnenen Level verdient ihr Ressourcen, womit ihr euer Königreich erweitern könnt. Stellt euch vor, ihr seid Architekten und Landschaftsdesigner in einem.
Und für die Storyfans unter euch, es gibt sogar eine Hintergrundgeschichte. Ihr helft König Richard, das Vertrauen und der Liebe seiner Untertanen wieder zurückzugewinnen, indem ihr das Königreich ausbaut und verschönert. Es gibt tausende Levels und die Herausforderungen wachsen mit euch. Ihr könnt euer Tempo ganz einfach selbst bestimmen und das ist perfekt für eine kleine Auszeit zwischendurch. Wenn ihr also Lust habt, gemeinsam mit uns dieses Abenteuer zu erleben und euer eigenes Königreich aufzubauen, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zu Domino Dreams. Teilt eure Kreation und Fortschritte mit uns. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf eure Königreiche und wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann ein Lost Places Discovery Königreich-Treffen auf Domino Dreams. Also ladet euch die App herunter und lasst uns gemeinsam ins Abenteuer starten. Chris guckt gerade, was wir als nächstes ansteuern. Das war gerade unser Backup gewesen. Hat sich die Location nicht angeguckt. Hat draußen Wache geschoben. Schön in der Sonne gesessen. Ja, richtig geil. Und jetzt ist meine Sonnenbrille irgendwie weg. Jetzt werden wir uns mal eben schnell noch ein paar kalte Getränke kaufen. Und dann geht's Richtung Frankreich. Noch schnell in den Lidl, bevor's weitergeht. Packen wir den Korb mit allem, was besteht. Die Regale voll, die Auswahl groß. Kühle Getränke für die Fahrt nahezu famos. So, der kalte Kaffee ist am Start. Feierabendbier ist im Kühlschrank. Kühlschrank, ja, das hat mir gefehlt, ne? Wieder draußen zu sein und so. Und dann ja, abends nach Tour. Vor allem mal wieder was zusammen zu machen. Ja. Und dann auch mit bestem Wetter. Mit bestem Wetter, ja, ist ja echt. Ui, geil. Ja, irgendwie ist meine Sonnenbrille weg. Anja geht jetzt gleich mal eben gegenüber gucken. Da sind diverse kleine Shops. Ob da eventuell irgendwo eine Sonnenbrille ist für mich. Das ist mich natürlich zu blöd. Kauf eine 3-Euro-Sonnenbrille, die verbunden ist. Genau, kauf eine 3-Euro-Sonnenbrille. Oder 10 Stück auf einmal. Ja. Oh Mann, Leute, ey, so dumm. Ich weiß aber auch nicht, wie ich die verloren habe. Ich habe die in der Hand gehabt, meine ich. Aber höchstwahrscheinlich werden wir sie irgendwann im Bärbel finden. Ja. Ist wahrscheinlich immer so. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Verpflegung. Eben schnell bei Lidl was geholt. Und ich habe eine neue Sonnenbrille für satte 1 Euro. Ja, eine teurere Sonnenbrille werde ich wohl jetzt nicht mehr bekommen, nachdem ich die jetzt verloren habe, hat Anja gesagt. Naja, was soll's. Ist ja nicht das erste Mal. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich die suchen musste. Ich bin echt sauer. Anja ist jetzt ein bisschen sauer, sie hätte nämlich schon mal für mich suchen müssen, meine Sonnenbrille, und jetzt ist sie irgendwie weg. Ja, keine Ahnung. Da war es noch wärmer als sonst. Ja, da war es noch wärmer als sonst. So, Leute. Und ich muss im Gebüsch suchen. Ja, und im Gebüsch. Wir werden jetzt auf jeden Fall 2 Stunden Auto fahren, hat Chris gerade gesagt. Fahren erstmal jetzt 1 Stunde, danach machen wir wohl noch mal irgendwie ein Päuschen kurz und dann geht's weiter nach Frankreich. So, angekommen bei der nächsten Location. Lag jetzt gerade so auf dem Weg und da wollen wir mal gucken, ob da irgendwie eine Möglichkeit ist, reinzukommen. Lassen jetzt mal unsere ganzen Sachen im Auto. Die kann ja auch nicht offen sein, wenn es da schon steht. Ne? Ich muss gerade an das eine Hotel denken, wo wir damals waren, was auch genauso aussah, wo einfach hinten die Tür offen steht. Oder stand, jetzt mittlerweile ja nicht mehr. Aber damals war es ja so gewesen. Ui, es gibt auf jeden Fall einen richtig coolen Spa-Bereich hier, wie man sieht. Also hier sieht man auf jeden Fall, dass das Ganze schon länger verlassen ist. Aber bislang noch keinen Zugang entdeckt von dem Ganzen. Sehr schöner Übergang hier, wie ich finde. Ja. Das hat was. Da haben sie wahrscheinlich mal neu gebaut. Mit Altbau. Da sieht man auf jeden Fall schon, dass da so ein bisschen renoviert werden müsste. Da fällt nämlich der Putz ab. Schick, ne? Ja. Very nice. Echt jetzt? Rauchmelder piept hier. Interessant, interessant. Geht denn der Telefon hier noch? Hey, du glaubst es nicht. Das Telefon geht noch. Oh, Telefon. Weiß ich nicht. Wo ist eine Kamera? Wo ist eine Kamera?
Das Ding an dem Holzbein. Das ist doch keine Kamera. Das ist eine Kamera. Hä? Da liegt die Kunde nicht hin. Nein. Das ist doch keine Kamera, Chris. Ist klar. Nein. Das ist ein Solarding, oder? Bist du sicher? Das ist ein Solarlicht, oder? Ist das nicht ein Lampenspot? Ich glaube auch nicht. Ja. Von weitem ist es aus wie eine Kamera. Also nur mal einer sagen, wir sind paranoid. Ja, er ist genauso. So, nächste Location ist im Kasten. Ah, es ist herrlich, ey. Wetter ist wunderbar. Es macht richtig, richtig viel Spaß. Die Tour, zweite Video auf jeden Fall schon drin und richtiges Highlight auf jeden Fall. Könnt ihr euch bald auf ein Video freuen. Mega, mega klasse. Ja. Ja, jetzt wollen wir ja immer noch weiterfahren. Chris, wie lange müssen wir jetzt noch fahren? Anderthalb Stunden ungefähr. Anderthalb Stunden? Denke ich auch, ja. Ja. Gut, und wir müssen auf jeden Fall noch eben tanken fahren, ne? Wir fahren jetzt durch Luxemburg. Perfekt, weil Bärbel hat nämlich Durst und da wollte ich aber nämlich... Auch. Genau. Der 4x4. Genau, der 4x4. Ja. Dann fahren wir mal nach Luxemburg tanken. Anja hatte geguckt, ich glaube 1,59 Euro oder so kostet es nämlich nur. Ja. 1,59 Euro, ja. 1,59 Euro kostet dort in Luxemburg nämlich nur der Diesel, also perfekt, um mal eben voll zu tanken. Ja. So, wir sind jetzt endlich an der Tankstelle angekommen. Wie direkt schon, an der Autobahn, Leute. Genau, und wie schon prophezeit, 1,59. 1,59, und das Geile ist einfach in Luxemburg, egal wo man tankt, ist überall gleich. Bärbel hat Durst. Bärbel hat aber sowas von Amarok Durst. Amarok hat auch Durst. Ja, der 4x4 auch. Der 4x4. Wie viel passt bei dir rein? Weiß ich nicht, 40 Liter oder so. Nur? Aber ja. Jetzt nicht voll 40 Liter. Nein, 80. 80 Liter. Ja, aber 40 sagen. Passen jetzt rein. Ich hatte gestern noch mal getankt, weil mit euch weiß man ja nie, wo man überall hinkommt und hinfallen muss oder so. Jetzt sind wir wieder schön. Es geht heute noch nach Italien. So, jetzt wollen wir mal voll tanken, Leute. Es wird teuer, auch bei 1,59 Euro. Ja, das kann natürlich. Ich euch sagen. Bärbel ist nämlich fast komplett leer. Anja hat übrigens was ganz Tolles bestellt. Und zwar hier haben wir jetzt so einen Schutz. Diese Klappe kann man ja immer aufmachen. Und mit dem Schlüssel können wir das hier aufschließen. Und prinzipiell hätte man immer an den AdBlue-Tank rangekonnt und jetzt ist das halt nicht mehr möglich, weil man erst das aufschließen muss und dann kommt man hier an den AdBlue-Tank dran. Oh, super, wieder so ein doofes Tankding, wo du hier die ganze Zeit drücken kannst. Sehr geil. Jetzt hat er's. Ah, Tank. 1,59 Euro und der Diesel füllt sich. Bist du schon fertig mit tanken? Ja. 40 Liter? Knapp 40 Liter. Oh, nicht schlecht. 39, irgendwas. Unser Ducato rollt, der Tag ist unser Zeichen. Frei auf der Bahn, unserem Ziel weichen. Das Leben ruft, wir nehmen's mit Schwung, geben Gas. Freiheit, unser Lunge Luft. Diesel im Tank, Sonne bringt Glanz. So, wir sind jetzt in Metz angekommen. Ja, wir haben überlegt, was wir heute bzw. das Wochenende machen. Eigentlich hatten wir erst ein bisschen überlegt gehabt, in den südlichen Teil von Frankreich zu fahren, aber das ist alles heute ein bisschen später bei uns geworden und dementsprechend haben wir uns spontan dazu entschieden, dass wir uns jetzt vielleicht mal ja, so ein paar Sachen von der Maginot-Linie nochmal angucken. Da haben wir ja immer noch nicht alles gesehen. Und dementsprechend sind wir jetzt hier so im Raum Metz und da gibt es viele Bunkeranlagen von damals, auch noch ganz alte Festungsanlagen, die zur Kaiserzeit noch erbaut wurden und das werden wir uns auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen anschauen. Sonne geht zwar langsam unter, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm, da wir in den Bunker gehen wollen. Wir werden jetzt auch noch mal eben einen kleinen Zwischenstopp machen, denn wir haben heute noch gar keinen Mittag gegessen. Das werden wir jetzt mal an der Stelle nachholen. Also erstmal gucken nach etwas Nahrung und dann geht's weiter. Melodies in the air, ooh la la la. Come and dance without a cloud, oh la la. Ja, ist gar nicht mal so einfach, mit Bärbel einen Parkplatz zu finden. Chris hat jetzt hier eine Reihe geparkt, aber da hätten wir von der Länge her auf der Straße gestanden. Jetzt haben wir zum Glück in der Nebensiedlung noch einen Parkplatz gefunden. Und jetzt gehen wir zum Restaurant.
Das Haus sieht auch irgendwie ein bisschen lost aus, oder? Das besuchen wir wahrscheinlich nächsten Monat oder so. Also hier in Frankreich sehen viele Häuser sehr verlassen aus. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann wohnen da noch welche drin. Also da muss man echt aufpassen. Ja, aber das sind doch ganz normale Leute in einem Jogginganzug. Ja, ich würde sagen. Also wir sind ein bisschen, ich glaube, wir sind normal gekleidet für die Verhältnisse hier. Wobei, wenn man hier reinguckt, sieht es schon sehr edel aus mit den Gläsern und so, ne? Ja, ist gut. Aber hier ganz normale Preise, ne? Ganz normale Pizzeria, kein First-Class-Restaurant. Naja. Krass, der ganze Laden ist ausgebucht, also werden wir jetzt hier einfach was. Der ganze Laden, das klingt so, als ob es so riesig hier wäre. Ja, aber der ist halt ausgebucht, ne? Dann nehmen wir was mit. Lecker, lecker. Sieht echt gut aus, die Pizza. Wir haben Margarita genommen und der Chris hat was Pizza, genommen? Pizza Raclette. Raclette. Mmh. Genau. Guten Appetit. Dankeschön. Lecker gegessen und jetzt sind schön, wir an eine kleine, enge französische Dorfgasse gefahren. Ja. Wie schön du am Grinsen bist, ne? Ey, das war jetzt gerade nicht so geil. Wir haben es nicht gefilmt, Leute. Es war saueng. Ja, erst eine Linkskurve, wo in der Kurve noch ein Auto stand und dann direkt aus dieser Linkskurve raus, direkt eine Rechtskurve. Meine Fresse, das war echt jetzt gerade grenzwertig. Weil der Bärbel ist einfach so lang und dann auch noch, wie kann man denn da in der Kurve parken? Ja, Katastrophe, ne? Ja, wirklich. Richtig aber Katastrophe. Wahrscheinlich wohnen die da. Ja, klar. Und dann denken so, leck mich am Arsch, ich park da einfach mal, ne? Ja. Ja, ich glaube, hier hinter ist das, ne? Oder? Ja, genau. Haben gerade schon ein Schild gesehen, Militär. Wahrscheinlich auch ein paar Bildkameras hier versteckt für uns. Um das Ganze vielleicht ein bisschen spannender zu machen. Genau. Ja, ne? Haben wir letztens auch gehabt, ne? Ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Da haben wir eine Festungsanlage und? Besucht. Da waren Bildkameras. Echt? Ja. Ja. Oh, Olli, kam noch jemand, ne? Stimmt, stimmt. Bei dem Oliver hat er uns auch geschrieben, der hat ja auch die Location Besuch gehabt, mhm. Wo wir damals waren. Und da kam dann auch sogar das Militär. Ja. Okay. Ja, krass. So kann das sein. Ja. Hast du noch Bock, da reinzugehen? Ja, klar. Okay, dann gucken wir mal, ne? Dann ziehe ich jetzt meine Tarnjacke an, dann sieht mich keiner. Mach auch noch ein bisschen Tarnschminke in die Fresse, dann und bring uns noch was mit. Ja, genau. Wir ziehen uns unsere neongelben Pullis an und dann geht's los. Ja. Ja, gut, Leute. Ich würde mal sagen, wir gucken erstmal, ob das Ganze hier machbar ist. Wie weit ist denn das von hier, der Zugang? Ist das direkt hier hinter? Oder da geht ein Weg hoch. Ah, da geht ein Weg hoch. Da geht ein Weg hoch. Okay, dann gucken wir einfach mal. 100 Meter von hier aus soll das noch sein. 100 Meter. Und das ohne Garmin. Ohne Garmin, ja, hoffen wir mal. Übrigens haben wir hier oben eine richtig, richtig geile Aussicht. Wahrscheinlich kann man es auf der Kamera nicht so ganz gut erkennen. Aber unten ist auf jeden Fall die Stadt. Wir sind ziemlich weit oben, ne? Und hier oben ist ganz schön frisch. Ja, hier oben ist. Wir müssen jetzt gerade schon Pullover anziehen, weil es doch ein bisschen kühl hier oben ist, ne? Unten war es noch warm. Schön warm, 23 Grad noch gerade gewesen. Und denkt euch einfach mal die ganzen Bäume hier alle komplett weg. Die wird es wahrscheinlich früher nicht so in dem Ausmaß gegeben haben. Und dann hat man von hier oben, von der Festungsanlage, perfekten Blick hier auf das ganze Tal gehabt. Mhm. Schon geil, ne? Vor allem auf die Feinde. Auf die Feinde. Naja. Die Deutschen haben sie ja ganz schnell eingenommen. Ja, aber trotzdem hast du sie kommen sehen. Ich weiß gar nicht, ob sie sie gesehen haben. Wahrscheinlich war es dann schon zu spät. So, das ist das Tor. Links vor mir steht schon irgendwas mit Security, aber ich vermute mal, dass das nicht mehr aktuell sein wird. Hoffen wir zumindest mal. Also links und rechts sind auf jeden Fall meterhohe Mauern. Und hier sind scheinbar teilweise schon die Mauern eingestürzt. Die konnten den Ganzen nicht mehr standhalten. Und somit kann man da einfach ganz normal rübersteigen, was natürlich früher gar nicht möglich war. Es wird gerade übrigens schon richtig dunkel. Auf der Kamera wird man es wahrscheinlich gar nicht so sehen. Aber es ist schon echt super, super dunkel und macht das Ganze echt sehr gruselig. Die anderen sind schon mal vorgelaufen. Also ich finde, das Ganze sieht auf jeden Fall schon richtig vielversprechend und sehr, sehr spannend aus. Man denkt ja immer, man hätte schon alles gesehen, aber dem ist nicht so. Oh, wie ein Handschuh gefunden, der könnte tatsächlich von Chris sein. Gucken wir mal, ob er einen vermisst. Hier die Sachen, die sind gesprengt worden. Das ist so ja, wie chirurgisch gemacht, so alle paar Meter oder alle aber paar hundert Meter. Vielleicht um die zu zerstören nach dem Krieg. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so richtig präzise gesprengt. So da und da. Aber so richtig gut gemacht ist es nicht, ne? Nee, richtig gut gemacht ist es nicht. Ja, vielleicht haben sie schon wieder freigeräumt. Vielleicht haben sie irgendwas anderes gemacht hier noch, ja, nach dem Krieg. Vielleicht war ja auch Wasser drin, weil hier ist es ja so hoch und gemauert und da ist es so hoch. Vielleicht war da auch Wasser drin.
mit glänzenden Knollen zu den. Ja, könnte man durchpassen. Hier ist leider geschlossene Gesellschaftsarena. Ja. Die Tür ist zu. Sehr schöne Festungsanlage. Sehr, sehr schön. Und alles so zugewachsen. Ich finde echt, das hat so einen italienischen Flair, so ein bisschen, ne? Mhm. Das ist auch so richtig, richtig impulsant. Hier links diese extrem hohe Mauer und rechts einfach auch noch dieses Festungswerk. Irgendwie schon krass. Bist du das? Ja. Boah, was für ein Psychofilm. Hört ihr das? Boah, ich hasse sowas, ne? Wie in so einem Horrorfilm. Ja, auch so eine Horrormusik. Bist du das? Nee, das kommt hinter der Mauer her, ne? Ja, ja. Hier hinter. Das kommt näher. Da ist jemand. Mhm. Komm, wir gehen weiter. Wie in so einem Horrorfilm, ey. Ein bisschen was anderes, wir sind aus dem Wald raus. Hier oben sieht man die Gitter. Wollen wir geradeaus gehen? Da sind aber noch Öffnungen in den Wänden, oder? Ja. Okay, dann gehen wir hier lang. Das sieht aus wie so ein Verlies da oben, ne? Mhm. Und selbst da haben die eine Platte vorgemacht, rechts. Ja. Dass du da nicht hoch... Und da scheinen auch schon irgendwelche mit einer Stange ja. versucht. Ja. Hier in das Loch rein wahrscheinlich ja. da, ne? Ja. Aber die ist bestimmt von innen vorgemacht irgendwie. Aber guck mal, hier ist eins offen. Aber da kommen wir auch nicht hoch. Alles zugemacht. Da haben schon Steine unten liegen. Und ich denke mal, die meisten können sich da einfach so hochziehen, ne? Naja. So ein bisschen kraxeln da in die Fugen rein. Aber guck dir mal die Reihe an. Guck mal weiter. Guck mal hier. Ist alles bis hinten hin, alles zugemacht worden. Ja. Ja. Ist nur das jetzt offen. Das ist aber was anderes jetzt hier. Das ist ein Fort. Das war so, hieß der Punkt auf meiner Karte. Ja. Und das war ja Au Revoir, irgendwas, keine Ahnung, 25 oder sowas, ne? Hier oben sieht man auch ein Militärschild. Und hier ist auf jeden Fall eine ganz große Einfahrt. Guck dir das mal an, Sabrina. Wie geil sieht das denn bitte aus? Boah, wow, sieht richtig, richtig schön aus. Sehr, sehr schön. Boah, es ist kalt hier. Voila, die Waldschee. Sieht aber sehr renovierungsbedürftig aus. Hui, es tropft auf jeden Fall. Obwohl es gar nicht regnet. Obwohl es gar nicht regnet und die ganzen Tage auch nicht geregnet hat. Das sieht aber echt gruselig aus, ne? Richtig, richtig unheimlich. Komisch, ne? Aber irgendwas scheinen die doch hier irgendwie zu machen, oder? Scheint so, ja. Na, hier hängt so ein richtig fettes Militärschloss dran. Schön in Olivgrün. Ja, die wollen unterbinden, dass man da reingeht, ne? Bei anderen Einrichtungen, die wir gesehen haben, da hättest du so reinmarschieren können, aber hier ist definitiv gut gesichert, muss man einfach mal so sagen. Also das ist auf jeden Fall zu, ne? Ja, aber es sieht auf jeden Fall richtig spannend hier aus, ne? Servus. Servus. Was macht er denn hier? Urbexen. Das gibt eine Anzeige. Anzeige ist raus. Ja. Vielleicht kommt der Anzeigenhauptmeister mit dem Fahrrad vorbeigefahren. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Aber hier steht schon der Bauzaun. Hm? Wer weiß, ob sie nicht alles absperren werden. Ja. Aber es ist schön, wenn sie das hier irgendwie anders nochmal neu weiterverwerten. Ne? Ja. Oder für das uns jetzt schlecht zugänglich machen oder so. Ja, für uns jetzt schlecht natürlich in dem Moment, ne? Aber grundsätzlich auf jeden Fall schön, wenn sie es erhalten würden, ja. In der Vorgeschichte tief verwurzelt liegt, wo Stille spricht von Zeiten, die der Krieg besiegt.
unter Erde Stahl und Stein, verborgen stark und kühl. Erzählen Wände Geschichten von dem, was mal war und dem Sinn. Das ist ein Tunnel, ne? Ja. Kommt auf jeden Fall kalte Luft uns entgegen. Aber da wird safe da hinten auch irgendwas zu sein, als ob das jetzt hier offen ist. Das wäre jetzt mal richtig ja, krasser Zufall. Mit den Stahltüren noch nicht. Ja, genau. Na ja, gucken wir mal, oder? Ja. Hier, Leute, direkt zu Beginn das stille Örtchen, wie man sieht. Mhm. Da. Da geht's jetzt rein in den Tunnel. Wo geht's denn dahin? Nach draußen. Weil eigentlich müssten wir jetzt irgendwie auch zur Straße eigentlich hier lang kommen. Theoretisch ja, ja. Wow, wie schön. Guckt euch das mal an. Wow. Wie geil ist das denn jetzt? Boah, ist wieder astrein hier so zu laufen, Leute. Es geht ultra steil nach unten. Und die Hunde bellen wieder. Ja, habe ich gerade schon zu Chris gesagt, jetzt zieht noch ein Wind auf. Jetzt bellen die Hunde, das ist kein gutes Zeichen hier. So schade, dass wir nicht da reingekommen sind, ne? Aber irgendwie ist es auch super, super unheimlich. Es ist auch immer stockduster, ne? Ja, ja. Und richtig schön warm aber noch. Richtig, richtig schön. Es zieht gerade so ein kleines Windchen auf, ein kleines Lüftchen. Das ist so einfach so angenehm, es ist richtig sommerlich. Und ich bin froh, dass Chris dabei ist und wir beide nicht ganz alleine hier sind, weil ja, ist halt schon echt unheimlich hier. So Leute, wir haben es endlich geschafft, wir sind wieder auf der Straße. Da hinten irgendwo steht Bärbel und Chris Auto. War ein ganz schön langer Weg, ne? Aber ein schöner Rundweg, ne? Schöner Spaziergang. Wir werden jetzt zurück zum Auto gehen und dann werden wir uns einen Schlafplatz suchen. Ja. Und Feierabendbierchen trinken. Haben uns verdient. Definitiv. In der Nacht fuhren wir zu einem Wohnmobilstellplatz in Trier, während Chris sich entschloss, nach Hause zurückzukehren und den nächsten Morgen auszuschlafen. Auf den Rückweg steuerten wir noch eine Location an, aber diese war bereits abgerissen, also traten wir auch den Heimweg an.